Libyen. Nach Befreiung von Gaddafi nicht sicher genug für Migranten. In Italien soll jetzt erstmals einem Kapitän der Prozess gemacht werden, weil er 2018 aus Seenot gerettete Flüchtlinge zurück nach Libyen gebracht habe. Der Retter brachte die Leute seerechtkonform nach Libyen zurück. Er machte somit genau das, was Australien erfolgreich mit den dortigen Flüchtlingen praktiziert, weswegen dort übrigens als positive Begleiterscheinung sozusagen niemand mehr ertrinkt. Aus Dokumenten der Staatsanwaltschaft Neapel, die von der Nachrichtenagentur AFP eingesehen wurden, gehe hervor, dass dem Kapitän sowie einem Vertreter des Schiffsbetreibers Augusta Offshore Völkerrechtsverstöße vorgeworfen wurden. Wie das? Sein Fehler sei gewesen, dass Libyen völkerrechtlich nicht als sicherer Hafen für Flüchtlinge gilt. Völkerrechtlich unsicher, obwohl doch 2011 dieses Land durch die internationale Wertegemeinschaft, sprich der US-Regierung und deren Vasallen, vom bösen Diktator Gaddafi befreit wurden. Also, weil der Kapitän keine illegalen Migranten in die Europäische Union einschleuste, sondern eine rechtlich saubere, das meint vorschriftsmäßige Seenotrettung durchführte, wird dieser nun angeklagt. Bedurfte es noch eines letzten Beweises, dass die sogenannte Seenotrettung in Zusammenarbeit mit nordafrikanischen Schlepperbanden einzig das Ziel hat, so viele Migranten wie möglich nach Europa zu schleusen, wurde dieser dann nicht hiermit erbracht? Und war die Beseitigung des vermeintlich bösen Diktators Gaddafi durch die US-geführte westliche Wertegemeinschaft dann nicht ein wichtiges Etappenziel dieses perfiden Planes einer Völkerverschiebung von Afrika nach Europa?